Hi Leute, welcome back und heute öffnen wir das letzte OP4 Display aus unserem Case. Kingdom of Intrigue. Wir hatten 80% der Pulls in den ersten drei Displays. Das letzte Display ist jetzt auf dem Tisch und geöffnet. Drückt mir die Daumen, dass wir gemeinsam hier noch etwas Cooles ziehen. So zum Beispiel ein Manga-Sabo wäre angebracht. Ich habe vom letzten Display drei Booster in die Verlosung gegeben. Jeder von euch wird, also drei von euch, sofern drei Leute kommentieren, werden einen erhalten. In einem ist bestimmt eine Altarton. Ich bin gespannt, wie das kommt. Und wehe, Jungs, wenn ihr Manga-Sabo drin habt, seid ehrlich und gebt ihn mir zurück. Nicht Spaß. Und da haben wir die erste Super Rare Yamato. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte das Gefühl, die Pull-Rate in OP2 sei geiler gewesen als jetzt hier im OP4 vom Case her. Vielleicht täusche ich mich da und da haben wir schon die zweite Alton. Und da haben wir nochmal die Altart von Pell. Die wollte ich gar nicht sehen. Habe ich schon. Finde ich nicht cool. Ist, glaube ich, auch nicht allzu viel wert. Löschen die Karte. Einfach löschen. Somit wäre es das gewesen mit diesem Case. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir haben keinen Manga-Sabo. Wir haben nur die Karten, die wir in den ersten drei Displays gezogen haben. Das hat mich gefreut und jetzt ist es offiziell. Noch einmal die Altart von Mr. Five. Auch ein lausiges Display. Ich habe wirklich gehofft, dass es wie bei OP2, für die, die es gesehen haben, im letzten Display hatte ich den Überpull drin. Aber mit diesen beiden Karten, die ich gerade gezogen habe, hat es sich leider komplett erledigt. Das war's, meine Freunde. Da finde ich noch ziemlich schwach die Pull Rates. Zwei Special Rares und zwei Altart Leader Cards und that's it. Schaut es auch unbedingt, also ich werde es auch im Recap noch einmal gegenüberstellen, aber schaut euch unbedingt mein, zumindest das Recap von OP2, vom OP2 Case an. Da waren die Pull Rates noch wesentlich geiler. Das hier ist eigentlich erbärmlich, dass man all seine Pulls in drei Displays hat und dann kommt nichts mehr. Und die drei Displays sind vom unteren Teil des Cases. Bin ich gerade etwas enttäuscht. Und nein, wir verlosen nicht, bevor die anderen drei zum ersten Mal offiziell verlost worden, die Booster.
weitere Booster. Das ist für mich ein Testlauf. Ich habe es eigentlich immer gemieden, da muss ich noch Post machen. Zahle ich sogar noch drauf, aber mal schauen, wie es bei euch ankommt. Je nachdem gibt es das bei OP5 öfters. Also vergesst nicht, Kanal mal zu abonnieren. Ich sehe im YouTube eigentlich auch, dass ich sehr viele wiederkehrende, also für meine Verhältnisse viele wiederkehrende Zuschauer habe. Ja, von dem her kostet nichts. Und es gibt immer Pack-Openings. Ich weiß, ich habe mal noch gesagt, ich überlege mir, ob ich vom Gameplay etwas hochlade. Da fehlt mir einfach die Zeit dazu. Ich hätte rein theoretisch Videomaterial von meinen Gameplays. Aber ich mache das Ganze nicht für euch Jungs, ich mache es für mich. Ich möchte einfach Packs öffnen. Also für mich und meine Kollektion wohlgemerkt. Ja, da hatten wir zum Ende noch das lausigste Display übrig. Wie gesagt, ich habe das Case von unten nach oben aufgemacht. Die Displays wurden immer schwächer. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, beim OP2 sind eigentlich die Big Pulls auch erst gegen Ende gekommen, da habe ich es von oben nach unten aufgemacht. Oh, wir haben noch einen Pull, holy shit, jawoll, die Altart Leader Card von Vivi, sehr geil, jawoll, let's go baby, finally, oh mein Gott. Ich habe das Display schon abgeschrieben. Ist sehr hübsch. Cool gemacht, mit den Foil-Effekten dezent platziert. Es dürfte meines Geschmacks noch etwas Struktur rein in die Karte, aber lässt sich auf jeden Fall sehen. Und ich sehe Vivi als einen kommenden Leader. Vielleicht bis zum Release vom Video ist sie bereits ein Meta-Leader. Who knows? Aber sehr geiler Pull, der gehört auch hier nach vorne. Da hat sich das letzte Display noch einmal gerettet. Sehr schön. Schreibt mir auch in die Kommentare, wer gerne eine oder welches eure liebste Super Rare Karte wäre. Der erste, der, oder sagen wir es so, die ersten drei, die kommentieren, bekommen die Super Rare aus dem OP. Und wenn niemand schreibt, behalte ich sie für mich. Angebot gültig 7 Tage nach Upload des Videos, ne? Dass nur die Aktiven belohnt werden. That's it. Wir haben das Case durch. All in all, ich bin grundsätzlich schon sehr zufrieden. Schade ist es, dass wir einfach ja, alle Pulls in der unteren Hälfte hatten. Die oberen 6, also vielleicht für die Erklärung, die Reprints sind oben 6 Displays und unten 6. Bei den alten waren es 3 Schichten mal 4. Und bei den Reprints ist es einfach so, in der unteren Schicht sind sämtliche Pulls drin und oben hatten wir gar nichts. OP2 war es etwas anders. Da hatten wir auch in der zweiten Schicht noch 1-2 Pulls, aber auch da war der Großteil eigentlich unten im Case verstaut. Von dem her, ich bin gespannt auf die OP5 Openings. OP3 weiß ich nicht, ob es vorerst kommen wird. Kommen wird es bestimmt noch. Ich zeige euch hier nochmal die Super Pulls. Nee, eigentlich ist nur einer. Wir hatten nochmal Mr. Five, Pell,
Wer ihn detaillierter sehen möchte, watch my second Kingdom of Intrigue Video. Und wir haben noch eine neue Karte, Vivi Alt Art Leader. Sehr schön. Hey, in diesem Sinne, ich kann es aktuell noch nicht sagen, was das nächste wird sein. Entweder ist es OP3 oder OP5. Lasst euch überraschen. Bis dann. Tschüss.